Ja, hier ist er wieder. Ihr, wie sagt man da, Freidenker, genau, Freidenker Silvano Tujach. Und obwohl jetzt in meinem Kabarett nicht unbedingt jetzt ein politischer Schwerpunkt ist, beschäftige ich mich persönlich hauptsächlich mit Politik. Und was mir während dieser Corona-Zeit noch deutlicher aufgefallen ist als sonst, wie denken Politiker, wobei jetzt das Wort denken eigentlich in Anführungszeichen setzen müsste, sondern ich glaube, sie denken gar nicht, sie fühlen. Sie fühlen. Sie reagieren auf politische Ereignisse mit ihrer Psyche, mit ihren Gefühlen. Also wer hier ein Prototyp zum Beispiel ist, der keinen Funken Vernunft in die Diskussion einbringt, ist dieser unsägliche Lauterbach, der also nur mit seiner Psyche, mit seiner ganz bestimmten Psyche auf Ereignisse reagiert. Und das macht der Politiker ganz genauso wie ein Fliesenleger, ein Tonnenmann, ein Elektriker, man könnte jetzt noch andere Berufe nennen. Also da ist kein Unterschied. Ich sage das auch deshalb, weil man ja dem Politiker so eine Art Informationsvorsprung zugesteht, ja, als wären das hier Menschen, die wesentlich kompetenter wären, Ereignisse politisch zu interpretieren. Und ich glaube, das ist nicht der Fall. Es ist nicht der Fall. Sie reagieren in erster Linie mit ihrer Psyche, wie es, wie gesagt, die allermeisten Menschen machen, ja, anstatt mit ihrer Vernunft hier die Geschicke zu leiten. Und wer hier, ach, das kann ich noch vorlesen, und zwar, da hat sich ein Professor drüber aufgeregt, dass die Außenpolitik überhaupt gar keine Rolle mehr spielt. Und das war in der Heimatzeitung standen, den zitiere ich. Er schreibt, das liegt daran, dass die politische Klasse ziemlich provinziell ist. Viele scheinen überhaupt nicht zu verstehen, was da momentan auf der Welt passiert. Und das war ja auch so ein Kennzeichen des letzten Wahlkampfs, dass Außenpolitik keine Rolle gespielt hat, bis heute nicht. Und wer für mich ein Brot auch, außerdem Lauterbach, gibt es natürlich noch andere, ein Prototyp des Politikers ist, der nur mit irgendwelchen Gefühlen, die ich jetzt nicht unbedingt so hoch achte, reagiert, ist dieser Gerd Müller von der CSU, der hier Entwicklungshilfeminister war. Ich kann mir, also so für mich ist es irgendwie schwer begreifbar, wie so ein Mensch, der eigentlich mit der Materie Afrika beschäftigt ist, so viele Fehleinschätzungen über Afrika hat. Man muss doch endlich mal eingestehen, und auch die Gründe sind ja evident, warum Afrika ein gescheiterter Kontinent ist. Ja, man muss sich also, wenn man das zum Beispiel mit Asien vergleicht, ja, das ist hochinteressant. Es gibt vielleicht in Asien, also wenn wir hier Japan, Korea, China nehmen, dann gibt es vielleicht 5 oder 6 verschiedene Ethnien. Ich untertreibe jetzt etwas. Aber in Afrika gibt es zigtausend verschiedene Ethnien. Ja. Und diese Ethnien sind seit Hunderten von Jahren im Kriegszustand. Nehmen Sie zum Beispiel den äthiopischen Diktator, der auch noch vor ein paar Jahren den Friedensnobelpreis bekommen hat, was vollkommen absurd ist, ja? Denn das ist einfach nur ein Völkerschlechter unter vielen in Afrika. Und es wird ja hier oft gesagt, dass der Kolonialismus, also speziell jetzt im 19. Jahrhundert, Afrika zerstört hätte. Oder der Kolonialismus ging ja schon los, als im 17., 18. Jahrhundert die Sklaven geholt worden sind nach Nordamerika, nach Brasilien. Und hier muss man immer an eins denken. Es waren nicht die Weißen, die in den Dschungel reingegangen sind und die schwarzen Menschen, ja, ich hoffe, das ist jetzt nur politisch korrekt, wenn ich so sage, gefangen haben, sondern Afrika war zu diesem Zeitpunkt ein reiner Sklavenhalterkontinent. Ja. Sklavenhalten war an der Tagesordnung. Das heißt, die Schwarzen haben ihre eigenen Mitbrüder, Schwestern gefangen, haben sie in die Küste gebracht, und da sind sie dann in Anführungszeichen hier verschifft worden. Ja. Und selbst dann, als der Sklavenhandel in Europa dann hier, Gott sei Dank, ad acta gelegt worden ist,
war Afrika immer noch ein Sklavenhalterstaat, was zum Beispiel auch von den Arabern natürlich gemacht worden ist, die in Afrika zugange waren. Also, dass man mich richtig versteht, ich möchte hier nicht, um Gottes Willen, nicht den Kolonialismus verteidigen, was die Deutschen den Hereros zum Beispiel angetan haben. Da gibt es überhaupt gar keine Entschuldigung dafür. Ja? Aber Afrika ist nie auf die Beine gekommen, nicht wegen des Kolonialismus, sondern weil es in zigtausenden von Ethnien hier zersplittert ist. Denken Sie zum Beispiel damals in Ruanda, wo die Hutus Hunderttausende von Tutsis in einer Woche niedergemetzelt haben. Ja? In einem der blutigsten Genozide hier nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das sollte man mal bedenken, wenn man über Afrika redet. Und was auch ein riesiges Problem ist, was von dem Gerd Müller nicht einmal benannt worden ist, ist die Bevölkerungsexplosion, die ja bis heute stattfindet. Ja? Madagaskar, ja, Hungerkatastrophe im Zusammenhang mit Klimawandel mag sein. Aber es ist halt auch so, dass sich auf dieser Insel die Bevölkerung in den letzten 50 Jahren wahrscheinlich verzehnfacht hat. Und deshalb können hier die Menschen nicht mehr ernährt werden. Also Afrika wird nichts anderes übrig bleiben, als sich selber am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. Und was mich auch noch immer auf die Palme bringt, ist, wenn dann afrikanische Intellektuelle kommen und hier in Europa den Kolonialismus anprangern. Da sage ich immer, kehrt vor eurer eigenen Tür, ihr afrikanischen Intellektuellen, in Afrika und nicht in Europa. Ja, das war's an diesem nebligen, fast schon wieder nebligen Herbsttag. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ja, hoffe, dass Sie vielleicht mal ins Kabarett kommen. Da gibt es wenig Politik, da gibt es vor allem viel zu lachen. Hoffe ich wenigstens. Dankeschön.